Ja, moin zusammen. Ich sitze hier gerade am Flughafen Köln-Bonn. Speichenrad und Federbein. Ich habe mein Gepäck gerade aufgegeben. Es geht heute nach Kavala. Und ich bin gerade so mit dem Gewicht hingekommen. 23 Kilogramm Gepäck durfte ich mitnehmen. 8 Kilogramm Handgepäck. Und auf der Waage waren es 23,4 oder sowas. Aber ich musste es als Sperrgepäck einreichen, aber das war jetzt nicht teurer, das war nur, dass ich woanders das Gepäck hinschleppen musste. Und dann sagte er, Luft in dem Reifen? Ich sage, nee, das ist nur die Decke. Okay, dann schieben sie es durch den Röntgenapparat. Und dann sagt er doch glatt zu mir, oh, Federbeine und Speichenrad. Ich sage, nicht schlecht. Zumal das Federbein ja auch komplett zusammengeschoben war. Ich habe ja die Feder rausgebaut zu Hause, weil das sonst zu lang war. Ich habe das Öl abgelassen und dann zusammengeschoben. So passte das Federbein in meine Tasche. Und ja, das ist jetzt schon mal im Gepäck. Mein Handgepäck ist auch etwas schwerer. Da ist die Gabelbrücke drin und noch so ein paar Kleinteile. Wiegt 8,5 Kilo, aber ich denke, da stört sich auch keiner dran, wenn es denn überhaupt irgendwo gewogen wird. Und um 18.30 Uhr, ja, startet mein Flug nach Kavala, wo ich dann um 22.10 Uhr nach griechischer Zeit ankommen werde, das heißt 21.10 Uhr nach deutscher Zeit. Dann jump ich in meinen Mietwagen, fahre von Kavala nach Alexandropolis. Das kennt ihr inzwischen alle. Alexandropolis, bekannt, leider bekannt geworden bei vielen Leuten über Funk und Fernsehen. Durch die starken Waldbrände, die rumherum gewütet haben, auch einer der Gründe, weshalb ich gar nicht viel früher da hätte hin können, weil die Geschäfte und so weiter alle geschlossen waren wegen Ascheregen, da sind teilweise Ortschaften evakuiert worden und so weiter. Ja, und genau dort habe ich mein Motorrad abgestellt. Morgen früh werde ich dann pünktlich um 8 Uhr an der Werkstatt sein und mit der Reparatur beginnen. Ich habe einen Plan zusammengestellt, in welcher Reihenfolge es alles am schnellsten gehen müsste. Der wird morgen abgearbeitet und dann hoffe ich, dass ich morgen Abend Probefahrt machen kann und übermorgen früh ab auf den Bock mit Gepäck nach Hause. Weil das Gepäck habe ich ja größtenteils dort gelassen, außer meine Klamotten. Zelt und so weiter ist alles noch on board oder beim Motorrad. Und dann geht es übermorgen auf den Heimweg von der FMT 2023 mit einer kurzen Unterbrechung, die ich gemacht habe zu Hause. Jo, wie es dann alles so klappt, es gibt natürlich immer noch ein Restrisiko, dass die Reparatur nicht funktioniert, aber ich bin recht guter Dinge, dass das klappt. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wirklich der Rahmen so stark verzogen ist, dass das Vorderrad kreuz und quer steht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, nach all dem, was ich vorab gesichtet habe, sah das nicht danach aus. Das heißt, wenn das Vorderrad wieder drin ist und die neue Gabel, die ich zwar vielleicht nicht gebraucht hätte, aber das konnte ich jetzt nicht prüfen. Das Risiko war mir zu groß und ich habe einen komplette Vordergabel mit unterer Gabelbrücke und Steckachse habe ich gebraucht gekriegt. Und da bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe mir die gekauft zu einem guten Preis und die alten Gabelholme nehme ich mit und wenn sie noch gut sind, naja, dann habe ich noch Reserve bzw. kann sie verscheuern. Ja. Ja, das Ganze wird natürlich ein bisschen begleitet von ein paar Livestreams, denke ich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einschalten. Einen Tag Werkstattaufenthalt, Reparatur, Motorrad. Ob ich das einen ganzen Tag laufen lasse, das weiß ich noch nicht. Oder ob wir einzelne Livestreams machen. Das Erste, was dann morgen früh ansteht, ist auf jeden Fall erstmal eine Analyse, wenn die Sachen abgebaut sind, den Lenkkopf vom Rahmen nochmal anschauen, ob da was stark auffällig ist. Falls nicht, dann geht's los. Wenn da allerdings sich herausstellt, dass wir da jetzt plötzlich doch irgendwas sehen, dann wird es natürlich schwierig. Dann ist der ganze Einsatz vielleicht noch umsonst. Aber ein bisschen Risiko hat man halt immer. Ja. Ansonsten fahre ich sie dann nach Hause, wenn sie fahrbar ist. Und selbst wenn ich langsam fahren muss, ist es auch kein Problem. Hauptsache, ich kriege die Karre dann mit einer adäquaten Fahrt nach Hause. Es geht dann auf direkten Wege über Autobahn. Ich habe vor, dass ich spätestens am Sonntagmorgen zu Hause ankomme. Und wie das Ganze so verlaufen ist von der Reparatur,
Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Bilder vom Waldbrand, je nachdem, wie das dort aussieht, ob ich das von den Straßen aus sehen kann. Aber ich befürchte ja. Ich hatte ja sogar schon Bilder gezeigt aus dem Bus raus, wie ich dort lang gefahren bin. Da habe ich geschrieben, glaube ich, da verläuft der TET, genau. Und das ist genau der Bereich, der dort gebrannt haben soll. Da werde ich wahrscheinlich aus relativer Nähe einen Blick drauf haben. Und meine Rückfahrt geht östlich raus aus Griechenland, das heißt an diesem Nationalpark oder Naturpark vorbei, der auch in Flammen steht. Ich weiß nicht, ob das inzwischen gelöscht ist oder nicht. Auf jeden Fall wird das nochmal ziemlich spannend. Kann auch sein, dass die Straße da gesperrt ist, dann muss ich über Thessaloniki fahren, was auch kein großer Umweg wäre. Aber ich habe mich halt jetzt für den Weg entschieden und dann rein nach Bulgarien, über Sofia, ja, und dann über Serbien, glaube ich, Ungarn, Slowakei und dann Tschechien, Deutschland. Ja, so sieht's aus. Und ich warte jetzt aufs Boarding, was allerdings noch ein bisschen dauert. Und ich dachte, ach, das ist noch Zeit, um ein kleines Video zusammenzustellen, damit ihr auf dem Laufenden seid und ihr wisst, was ich in der Zeit nach meiner Rückkehr gemacht habe. Ich habe Ersatzteile besorgt. Das ging relativ gut. Ich habe mich nur ein bisschen geärgert. Es gab kein gebrauchtes Speichenrad in Deutschland. Ich habe ja schon keins in Istanbul gefunden, aber in Deutschland habe ich auch keins gefunden, außer eins bei so einem Motorrad-Schrotthändler. Das hatte zwar, wie hat das genannt, einen kleinen Hupfer, was immer das sein soll. Wahrscheinlich eine kleine Delle oder irgendwas. Der war allerdings ein bisschen ungeschickt beim Preisverhandeln und das hat mir dann zu lang gedauert und dann habe ich mir dann doch ein neues Vorderrad bei Lebmann bestellt. Ja, und kaum bestellt und kaum geliefert, gibt es eine Anzeige auf eBay, verkaufe Vorderrad und Hinterrad komplett set mit Reifen und Decke und Bremsscheiben für 660 Euro. Shit happens, kam leider ein bisschen spät. Ich hätte natürlich noch tauschen können, aber dann hätte es zeitlich nicht mehr funktioniert. Also bisschen dumm gelaufen. Hätte der gute Mann doch ein paar Tage eher annonciert, dann hätte ich die Reifen natürlich sofort genommen, beziehungsweise die Kompletträder sofort genommen. Naja, so ist es. Jo, und ich mache mich jetzt mal auf zum Security-Check und dann geht's zum Gate, wo dann hoffentlich pünktlich der Flieger in Richtung Kavala startet. So, und wir sehen uns eventuell heute Abend nochmal, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich ja, morgen im Laufe des Vormittags oder am Abend, vielleicht wenn das Ergebnis vorliegt. Ich melde mich auf jeden Fall mit einem Live-Report aus Alexandroupolis bei euch zurück. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.